Eigentlich brauchen wir von hier aus gar keinen Weg zur Webstube, aber sicher ist sicher. Die goldenen Dächer des Orients glitzern am Horizont. Hey! Mögen unsere zukünftigen Begegnungen genauso friedlich verlaufen. Na, das will ich auch hoffen. Schalala. Ach, hier hinten. Na gut, dann segel mal hier hin. Ran an den Hafen. Eine Insel wurde ausgemacht. Noch eine. Nur Diplomaten von Rang und Namen eröffnet sich das Wissen um unsere Baukunst. Wird aber ziemlich oft zwischengespeichert. Muss ich nochmal sehen, dass ich das umändere. Sie haben auf eine Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? Ja, natürlich. Die Leute beginnen von euch zu sprechen. Und ich beginne euch zu vertrauen. Ich werde dem Kaiser... Möge der Handel beginnen. Abgemacht. So. Brauchen wir noch irgendwas? Ich werde dem Kaiser mitteilen, dass euch eine erste Annäherung zum Orient gelungen ist. Ja, mach das mal. Der ehrenwerte Sultan macht euch dieses Schiff zum Geschenk. Oh, dankeschön. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber damit können wir uns dann auch endlich dem Orient widmen, zumindest was den Aufbau angeht. Schön. Hoffen wir, dass das alles so floriert. Pass auf, du bist jetzt mal mein... Oh, du hast sogar schon genug Zeug. Dann bist du mein Entdeckerschiff, darfst durch die Gegend fahren und mal gucken, wo wir irgendwelche orientalischen Inseln haben. So, zurück zu unseren Leuten. Wir brauchen jetzt nämlich Gewürze. Und Gewürze kriegen wir nur im Orient. Also um irgendeine weitere Stufe aufzusteigen, müssen wir tatsächlich erstmal Gewürze ranschaffen. Bin schon froh, dass wir das hier überhaupt in die Wege geleitet haben. Land in Sicht. Aber wir brauchen eben auch noch weitere Gebäude. Gut. Land in Sicht. So, die anderen Gebäude, die steigen jetzt auch noch nebenbei auf, dadurch, dass wir ja prozentual wieder mehr Leute haben. Hier ist zum Beispiel ein Land, das wir besiedeln könnten und ausbeuten. Wie sieht's aus? Hier kann man Datteln, Gewürze und Ton abbauen. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Ein Auftrag. Versenken Sie das flüchtende Schiff. Diese Nein. Staatsangelegenheit sollte nicht länger aufgeschoben werden. Ja, aber ich kann jetzt kein Schiff verfolgen. Das geht nicht. Eisen gibt's hier. Wir haben Quarz. Sehr schön. Das heißt, Ton und Quarz, das könnte eventuell schon gut ausgehen für uns. Kupfer gibt's sogar auch. Hier haben wir noch Stein. Sonst noch irgendwas? Noch mehr Quarz? Nö. Aber das würde ja schon reichen. Das wäre ja schon gut. Quarz ist hier hinten. Eisen auch. Haben wir hier noch eine Möglichkeit anzulegen? Ja, haben wir. Dann könnten wir hier den Kontor anlegen. Da dann den Dorfplatz hinbauen. Den Bazar. Und alles andere später dann mit ranbauen. Das hier ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber das hier will ich unbedingt haben. Und wenn wir von der anderen Seite anlegen, haben wir auch eine bessere Möglichkeit, die Insel zu erreichen. Von unserem anderen Punkt aus. Falls wir doch Handel treiben müssen. Fahr mal rüber. Einen Kontor bauen. Ja, hierhin. Einen Bazar. Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Eine mutige Entscheidung. Im Orient werdet ihr bestimmt auf neue Herausforderungen stoßen. Damit rechne ich fest. Der Sultan gestattet es auch Fremden, sich hier im Orient anzusiedeln. Ist aber ein netter Sultan. Ich habe gerade neulich den Tiger von Eschnapur gesehen. Ein uralter Film. Aber die war nicht so fröhlich, dass dort irgendwelche Leute aus Europa kamen. Wir haben gesagt, ja, ihr seid hier friedlich willkommen. Aber man soll es nicht ausreizen. Der Schein trügt öfter, als man denkt. So. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ah, er hat uns wieder Werkzeug geliefert. Das können wir auch
unbedingt gebrauchen. Damit alles so läuft, wie es läuft. Und wenn es läuft, dann läuft's. So. Gut, die Leute siedeln sich auch an. Wir brauchen natürlich dementsprechend auch noch Essen, Nahrung für die Leute. Heißt, ein orientalisches Markthaus. Das setze ich jetzt mal hier unten mit ran. Haben wir auch gleich hier alles abgesichert. Kupfer ist ganz knapp nicht drin. Na, da wisst ihr aber, was ich mache. Damit könnt ihr aber rechnen, doch. So. Dattelplantagen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, na, ausgerechnet da setzt er das hin. Aber ich werde hier nachher sowieso Norias hinbauen. Von daher ist das nicht unbedingt das Problem. Gut. Zu essen haben die Leute. Nachher kriegen sie noch Ziegenmilch. Und dann sind sie glücklich. Der Bedarf an Datteln steigt oder die Nachfrage ist gesunken dadurch, dass sie eben genug Essen haben. Alles wunderbar. Hier oben geht's auch langsam voran. Wir haben wieder Holz. Heißt, neue Gebäude bauen. So, dann warten wir noch, bis die sich entwickelt haben. Und dann fangen wir erst an mit allem anderen. Dem Schiffbau, der Seilerei und so weiter und so fort. Kleine Werft können wir nachher schon mal bauen. Jetzt werden wir erstmal bald 355 Bürger haben. Tada! So schnell kann's gehen. Geheimkabinett. Das ist ein... Der Aufstieg eurer Siedlung ist bemerkenswert. Bravo! Dankeschön. Das ist ein Feature aus Venedig. Damit kann man seine Konkurrenten ausschalten, wenn man es dann nötig hat. Das sieht im Prinzip aus wie ein Gebäude, wie ein ganz normales Wohnhaus und kann dann eben verändert werden. Wir können sagen, es soll aussehen wie ein Pionierhaus, wie ein Siedlerhaus, wie ein Patrizierhaus oder. Und das kann dann auch dementsprechend bei einem Feind infiltriert werden. Also ein ganz normales Haus, da klicken wir drauf und sagen infiltrieren. Und dann haben wir unsere Spione und Feinde direkt zusammengemischt. So, hier läuft auch alles. Nur Holz gibt's nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, darum sollte ich mich kümmern. Holz ist ja doch immer wichtig. Egal, was für eine Kultur. Boah, ist ja gar nicht anbaubar. Na, dann bauen eine Noria. Ah, brauchen wir Holz für. Nein, wie schön, komm. Du fährst jetzt erstmal zu Al-Zahir, holst ein bisschen Holz und ein bisschen Werkzeug und dann geht das schon. Wir sind wieder in einer positiven Bilanz. Sehr gut. Unser Auftrag ist es, 150.000 Goldmünzen zu bekommen, mindestens 5.000 Einwohner ansiedeln und 2.000 Adlige. Ach, mit den Adligen hatte ich nicht nur in der Kampagne meine Probleme. Ihre Siedlung ist gewachsen. Ah ja, ihr seid auch gewachsen, das bedeutet neue Gebäude für mich. Das Schicksal scheint es mit eurer Siedlung gut zu meinen. Offensichtlich. Und das mag ich, das finde ich gut. Wir werden hier unten, hier, werden wir nachher noch nicht ein Dock, sondern wie heißt denn das? Eine Verladestation hier. Reparaturkran, kleines Lagerhaus. Eine Hafenmeisterei, genau. Die werden wir hier unten hinbauen. Und dann ist der Handelsweg nicht über hier oben nach da, sondern da. Das ist dann auch nochmal wesentlich kürzer. Und außerdem haben wir dann zwei Punkte, an denen wir anlegen können. Ja, einmal da oben, einmal da unten. Und dann können wir ein Schiff nach da oben schicken, das hier oben irgendwo ein bisschen handelt. Und das Schiff, das von da unten kommt, kann da handeln. Denn oftmals ist es so, ein Schiff steht da, wird lange Zeit entladen. Währenddessen stehen alle anderen Schiffe drumherum mit einer Eieruhr und warten darauf, dass sie dran sind. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Meine Schiffe beliefern euch gern mit Waren aus meiner Heimat. Das will ich hoffen.
Nee, aber das werdet ihr mir bestimmt auch gesagt haben und das habt ihr mir auch gesagt, das weiß ich. Und seitdem hatte ich eben drauf geachtet. Ja, hier ist alles total verdorrt. Eigentlich muss hier was hin. Du bist jetzt bestimmt bei Al-Sair angekommen. Hier gibt's aber keine... Damit bin ich einverstanden. Kein Holz. Dann muss das Schiff von oben nochmal runter. Zumindest, dass wir vorerst Holz unten haben, um eben die Norias zu bauen. Wenn wir die beiden haben, dann können wir uns um alles andere kümmern. Dann gibt es Gewürze, dann gibt es den Rest. Wo bist du, mein Schiff? Da bist du, mein Schiff. Du brauchst aber gar nicht... Nee, du bist gar nicht mein Schiff. Da bist du, mein Schiff. Einmal runter. Hier wird auch ganz viel Werkzeug benötigt. 141 in der positiven Bilanz. Sehr gut. Die Leute sind zufrieden. Sie ziehen in die Stadt ein. Alles ist gut. Das Einzige, was wir noch brauchen, damit sie größer werden, sind Gewürze und eine Schenke. Vergnügen wollen sie haben. Das wäre mir doch ein Vergnügen, euch das einzurichten. Ich weiß gar nicht, ob ich hierhin weiter will. Platz ist doch relativ beschränkt. Ich will lieber hierher expandieren. Das heißt, hier wird nachher noch ein neuer Marktplatz gebaut mit noch mehr neuen Leuten und noch mehr Fischerhütten. Apropos, wie sieht's eigentlich aus? Wir sehen ja hoffentlich hier noch, ob es hochgeht oder runter. Nein, das war in 1701 der Fall. Nee, hier ist der kleine Pfeil. Der zeigt nach unten, das bedeutet, es ist absinkend. Alles andere ist irgendwie gleichbleibend. Na gut, das ist auf Maximum. 29 Fisch. Weiß ich nicht, ob das noch lange reicht. Ich werde nachher noch eine Fischerhütte bauen. Du wirst immer noch nicht abgeholt. Was ist denn das? Also voll ist der Fisch nicht. Ob du jetzt vielleicht abgeholt wirst? Einmal aufsteigen. Ein gutes Geschäft. Ach, jetzt wird er abgeholt. Ja, schön, dass wir den haben aufsteigen lassen. 8 Tonnen Werkzeug. Vielen Dank dafür, Al-Sair. So, das wäre geschafft. Unser anderes Schiff kommt. Und ihr seht, wie weit dieser Weg ist. Ja, das Schiff, das habe ich ja schon vor Stunden losgeschickt. Völlig übertrieben, aber ja, vor Stunden. So, ein Marktplatz, den bauen wir hier unten mit ran. Dann können wir hier die Hafenmeisterei und noch eine Fischerei errichten. Oh, zwischengespeichert. So, die Hafenmeisterei, die ist fast wie ein eigener Kontor, deswegen hat sie auch nochmal ein eigenes Gebiet. Sehr schön. Und dann kann darüber gehandelt werden. Das ist wesentlich angenehmer. Das geht alles rein. Wir bauen jetzt erstmal Norias und Holzfällerhütten. Ja, wir haben Holz vor der Hütte. Genug Holz vor der Hütte. Müsste reichen, oder? Na komm, 2. Und dann kriegen die auch gleich Ziegenmilch. So. So sieht's aus. Guck mal, der hackt gleich an diesem einen Baum rum, der da existiert. Oder existierte. Mein Volk kennt das Geheimnis des Gewürzanbaus. Das ist schön. Gewürze kennen wir aber auch, mein Freund. Tada. Und die können wir sogar bauen, anbauen hier. Und wir können noch etwas Neues mit reinbringen. Ich frage mich gerade, was war das? Indigo und Seide, genau. Die beiden Dinge haben wir nicht. Wir können also nicht für Teppiche sorgen und müssen noch ein neues Gebiet, noch eine neue Insel erschließen, um diese Waren ranzubekommen. Genauso hier. Wir haben hier zwar Most, Hanf und Getreide, aber werden später dann auch Probleme bekommen mit irgendwas, was sonst nur auf anderen Inseln geht. Obwohl wir hier eigentlich noch was Neues anbauen können. Ich sehe allerdings keine Saline. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Und ohne Salz. Da haben wir Sole. Also Salz. Und wir haben ja sogar den Fluss, den wir für uns nutzen können. 1, 2, 3 Städten.
4, 5, dann können wir Kleidung herstellen und sogar Bücher. Ja, der Alte sorgt schon mal vor. Was ist hier? Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Besuchs? Ja, er will ja, dass ich jetzt bei ihm Gewürze einkaufe, das will ich aber gar nicht. Ist hier schon mal alles am Machen? Muss auch anpflanzen, mein Freund. Du auch. Ach, was freue ich mich, wenn wir erstmal die große Noria haben. Schön. Also ein guter Einstieg, würde ich sagen. Wir sind schon relativ gut drin und auf gutem Weg, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Eine Noria. Gewürzplantagen brauchen mehr Holz. Gut, um Holz wird sich gekümmert. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause, hol mir noch einen Kaffee. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.